Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich zu einer Sendung der FT Plattform. Thema: Die Stillen in der Schule. Das ist eine Sendereihe und besteht aus 5 Artikelbriefen. Der Ansatz ist: Wir Introvertierten sind keine Mängelwesen, die therapiert werden müssen. Die Darstellung ist die Introversion, teilweise die Schüchternheit, Stärken und Schwächen. Und ganz wichtig ist mir Strategien für die Schule, besonders fürs Mündliche. Die Manuskripte zu jedem Artikelbrief findet ihr, jetzt muss ich mich mal ein bisschen zurücklehnen hier, Klaus Schenk, also www.klausschenk.de. Und dort in der rechten Spalte ist so eine Hinweisgrafik, da steht drauf, die Stillen in der Schule, anklicken, sind alle Artikelbriefe vorhanden oder jetzt die nächsten Wochen auf den Startseiten. So, und wir beginnen jetzt mit dem ersten Schülerbrief, also Nummer 1, vom Glück der Introversion. Also ich denke, das sagt eigentlich schon alles. Vom Glück der Introversion. Liebe Schülerinnen und Schüler, es ist schon ziemlich blöd, introvertiert oder schüchtern zu sein. So nehmt ihr es doch wahr, falls ihr zu dieser Gruppe gehört. Fremd in der eigenen Klasse, fremd an der eigenen Schule. Hallo Leute, mach mal langsam. Ich bin introvertiert, aber nicht schüchtern. Ich weiß, wovon ich schreibe. Und ich war in der Corona-Zeit sowas von dankbar, introvertiert zu sein. Mein Persönlichkeitsmerkmal Introversion, genetisch bedingt, nur begrenzt änderbar, machte mich zum Pandemie-Überlebenskünstler. Das Leben trainierte mich, allein sein zu können. Ich brauchte das Alleinsein, um wieder Atem zu schöpfen. Die Extravertierten machten mich mit ihrem Geschrei, mit ihren Ellenbogen, mit ihrem Ich-Geheule fertig, echt fertig. Ich wollte nur eines, allein sein, in Stille sein, bei mir sein. Kräfte sammeln, um in der feindlichen, extravertierten Welt zu überleben. Ja, es ödete mich voll an, in einer größeren Gruppe nicht zu Wort zu kommen, unfähig zum Smalltalk zu sein, vom Witz erzählen, ganz zu schweigen, ständig unterbrochen zu werden, falls ich doch etwas sagte, meist am Rande bei einer Veranstaltung zu stehen, irgendwie als blöd, komisch, gar als Autist abgestempelt zu werden. Introvertiert zu sein ist einfach nur Mist, für den ich mich viele Jahre schämte, ihn nicht erklären konnte und auch nirgends Verständnis fand. Allein zu sein, in Stille zu sein, bei sich zu sein, wer macht denn sowas? Und dann kam Corona, staatlich verordneter Hausarrest. Und die Extravertierten konnten ihre Witze der Wand erzählen, ihre Grimassen schneiden, ihre Auftritte hinlegen, ihre Schau abziehen. Bald lagen die Herren der großen Schnauze nur noch im Bett, glotzten Netflix, zockten und wurden depressiv. Den Damen der permanenten Modeschau ging es kaum besser. Keine Bewunderung mehr, ihre Schminke für den eigenen Spiegel, und ein paar Handyfotos. Das war's dann aber auch. Und wir, die Introvertierten, fanden den temporären Lockdown auch nicht prickelnd. Aber im Survival of the Fittest waren wir,
die Bestangepasstesten. Wir sind ein Leben lang getrimmt auf Alleinsein, gezwungenermaßen. Wir schätzen die Gesellschaft mit uns, in uns und die Bereicherung durch uns. Alleinsein heißt für uns nicht Einsamkeit. Alleinsein heißt Stärkung. Alleinsein heißt Konzentration auf das uns Wesentliche. Wir brauchen keine Klaköre, keine ständigen Likes, um zu wissen, was wir wollen, wohin wir unser Interesse lenken. Wir Introvertierten hätten uns auch gerne wieder mit anderen getroffen, Sport getrieben, essen gegangen. Aber wir konnten die Situation problemlos meistern. Wir mussten an unserem Alltag wenig ändern. Mensch, Leute, ich sage euch, introvertiert zu sein ist ein Geschenk des Lebens. Und Corona wirbelte die Prioritäten durcheinander. Wir waren in der Pandemie die Starken. Wir strukturierten unseren Alltag zu produktiven Tun. Wir stellten etwas auf die Beine. Wir packten an, führten zum Erfolg und erlebten Flow, Glück und Zufriedenheit. Und plötzlich war nichts mehr von dem Mangel der Introvertierten zu lesen. Was reden denn alle Psychologen, Land auf, Land ab, in Artikeln, in Medien? Genau das Leben, das wir Introvertierten voll drauf hatten. Wir Introvertierten wurden zum Vorbild einer sinnvollen Pandemiebewältigung. Schon blöd, extrovertiert zu sein. Pech. Mir geht es darum, in der Artikelserie zur Introversion zu zeigen, dass wir introvertiert nicht nur Mängelwesen sind, die therapiert gehören, sondern Persönlichkeiten mit besonderen Stärken, die unserer Gesellschaft gut tun, über Corona hinaus. So, vielen Dank. Wem dieser Artikelbrief gefallen hat, kleine Bitte, schickt den Link doch weiter, dass dieser Artikelbrief auch anderen hilft. So, und euch alles, alles Gute.